Was in diesem Video passiert? Hä? Wo sind denn alle meine Pets hin? Tja, Victor, ich hab dich gescammt. Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Hey Leute, ich bin's Conny und heute werde ich Victor all seine Exclusive-Pets scammen. Wie ich das Ganze machen will, werde ich euch gleich erklären, denn Victor hat einen riesigen Fehler gemacht. Vorher werde ich aber noch ein paar von den Mystery-Blocks hier abbauen. Weil über die Mystery-Blocks kann man ja auch Huge-Pets bekommen und das wäre ziemlich cool, wenn ich jetzt noch ein Huge-Pet ziehen würde. Aber ich habe gerade wieder gemerkt, ich hätte nicht auf Equip-Best gehen sollen, weil Pet Simulator hat jetzt wieder eingestellt, dass die HC-Pets ausgewählt werden, wenn man Equip-Best geht. Das ist total dämlich, weil die HC-Pets sind schlechter als normale Pets, wenn man in der normalen Welt ist. Eigentlich brauche ich genau diese hier. Und die wären dann viel besser zum Abbauen. So, und im ersten Egg befindet sich eine Hoverboard-Cat, okay? Das interessiert mich nicht so ganz. Ich will jetzt einfach nur mal so einen Huge Lucky ziehen. Das wäre ja wohl nicht zu viel verlangt. Was denkt ihr? Habt ihr eigentlich schon so einen Huge Lucky gezogen? Es schreiben total viele, dass sie den gezogen haben. Ich weiß, dass ganz viele von euch auch einfach nur Laberköpfe sind, die die ganze Zeit behaupten, sie hätten dies und das. Update kommt raus. Jemand schreibt bei mir in den Live-Chat so eine Minute später, boah, ich habe schon zwei Huge gezogen. Ist klar. Aber ich öffne jetzt einmal noch die Lucky Blocks, die wir hier in der Welt haben. Und dann werde ich euch gleich erzählen, wie ich Victor scammen werde. Und es ist so, oh, Mythical gezogen. Zweimal, nee, doch nicht, ich dachte. Aber halt immer noch kein Huge Pet. Wenn ihr erfahrt, wie Victor sich scammen lässt, dann werdet ihr lachen, das ist so dämlich. Leute, seit dem vorvorletzten Update, glaube ich schon, gibt es ja die Möglichkeit, seine Pets zu locken. Und ich sage euch ja immer wieder, seitdem in den Livestreams oder auch in meinen Videos, lockt eure Pets, wenn ihr sie nicht verlieren wollt. Naja, und was soll ich sagen? Victor hat seine Pets nicht gelockt. Ich meine das ernst, das ist kein Scherz. Victor hat seine Pets nicht gelockt. So, jetzt habe ich nochmal ein paar Blocks geöffnet. Leider kein Huge gezogen. Aber wir gehen jetzt zur Bank. Weil Victor hat mich gestern zu seiner Bank eingeladen. Und er hat vergessen, mich wieder aus der Bank rauszuschmeißen. Und jetzt wird Victor gar nicht mitkriegen, was ich ihm antun werde. Ich gehe einfach mal in die Bank rein. Und da seht ihr, ich bin in der Bank von Hihi2234XD2 drin. Und Kenner werden wissen, das ist Victors Roblox-Account. Da gehe ich rauf und guckt euch das an. Guckt euch das an. Halloween-Gifts noch und nöcher. Huge-Pets, Party-Cats, Party-Corgis, Scary-Corgis, Hippo-Melon. Die gehören jetzt alle mir. Alle. Die werde ich mir jetzt einfach alle mal gönnen. Gehen wir einfach mal auf Withdraw. Und dann ziehen wir einfach die 178 Pets und Halloween-Gifts hier einfach raus. Weil die sind nicht gelockt. Also kann ich sie auch rausziehen. Man sollte sowieso seine Gifts nicht in der Bank lagern, weil die Dinger kann man tatsächlich nicht locken. Was ich ziemlich dämlich finde, dass man die nicht locken kann. Deswegen packt solche Dinger auf jeden Fall nicht in eure Bank rein. Aber ja, tut mir leid, Victor. Die Dinger gehören jetzt mir. Wenn sie nicht gelockt sind, kann ich sie withdrawen. Meine. So, dann gehen wir hier nochmal auf Withdraw und ziehen uns dann noch die weiteren Halloween-Gifts raus. Einfach mal ein bisschen gönnen, Leute. Einfach ein bisschen gönnen. Es ist schade, dass man immer nur 50 Sachen auf einmal rausziehen kann, aber damit muss ich halt leben, ne? Ich meine, es lohnt sich ja auch. Ich habe jetzt schon 100 Halloween-Gifts von Victor geklaut. Und jetzt geht's weiter mit seinen Huge-Pets. Huge Rainbow Hellrock. 1, 2, 3, 4, 5, 6 goldene Huge Hellrocks. Ein Huge Cupcake. Ein Huge Flopper. Ein Huge Capybara. Und 4 weitere Huge Hellrocks. Einfach gescammt. Dann noch 2 Rainbow Party Cats. Warum denn auch nicht? 2 Exclusive Floppers. Eine Neon Twilight Cat. Ein goldener Scary Corgi. Mal 2. Dann noch ein paar weitere Party Cats. Einfach mal gönnen. Gönnen, gönnen, gönnen. Gib, 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 gib. Please, please. Sehr gut. Und das sind dann schon wieder 50 Exclusive Pets, die ich jetzt einfach Victor klaue. Und dann einfach noch die restlichen Pets von Victor klauen. Ich räume seine Bank einfach komplett leer. Der Trottel packt doch alle seine Exclusive Pets in die Bank rein und lockt sie nicht. Ich meine, man muss sie ja nicht unbedingt immer locken, wenn man niemanden in der Bank drin hat, außer sich selbst. Ist klar, ist ja nicht so wichtig. Aber Victor hat mich zu seiner Bank eingeladen und er hat mich nicht mehr rausgeworfen. Und deswegen, Leute, wenn es auch nur in Frage kommen könnte, dass irgendjemand in eure Bank reingucken könnte, dann sorgt vor, dass ihr nicht gescammt werdet. Und so einfach werdet ihr nicht mehr gescammt. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur unten auf eure Pets zu gehen, den Toggle-Lock-Mode anzuklicken und dann all eure Pets, die euch nicht mehr gescammt werden sollen, zu locken, sodass dieses Lock-Symbol hier oben steht und überall, wo dieses Schloss dran ist, kann euch dann nicht mehr geklappt werden. Am Ende geht ihr nochmal auf Toggle Lock Mode, um das Ganze zu bestätigen und schon sind eure Pets gelockt. Ich gehe einfach mal auf Equip Best, weil ich will mir das angucken. Schaut euch das an. Ich habe jetzt so viele Huge Pets. Ich habe 21 Huge Pets equipped. 21 Huge Pets einfach. So viel hatte ich noch nie in meinem Leben. Aber jetzt, wo ich mit Victors Pets farmen kann, ich könnte seine Pets auch verkaufen. Ich könnte auch einfach seine Halloween-Gifts öffnen und dann gucken, ob da was rauskommt. Aber ich glaube, es lohnt sich viel mehr, die Halloween-Gifts zu verkaufen. Weil da könnten theoretisch Huges drin sein. Sogar 2 verschiedene Arten von Huges könnten da drin sein. Aber jetzt auf jeden Fall noch meine Free Gifts redeemen, die ich heute bekommen habe. So.
Weil vielleicht ist da auch ein Huge dabei, aber ich habe noch nie einen Huge Cupcake gezogen. Was für ein Glück, dass ich jetzt einfach einen Huge Cupcake von Victor habe. Leute, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich mit den ganzen Exclusive Pets machen soll. Das Lustige ist, ich habe hier jetzt exakt so viele Huge Pets, wie ich ausrüsten kann. Ich bräuchte noch ein Huge Pet mehr und dann hätte ich das Maximum an Huge Pets, wie man überhaupt ausrüsten kann, in meinem Besitz. Das heißt, jedes weitere Huge Pet, das ich dann bekommen würde, könnte ich dann einfach verschenken, weil ich brauche die ja dann nicht mehr. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was soll ich mit den Halloween-Gifts machen? Was soll ich mit all diesen Exclusive-Pets hier machen? So viele Exclusive-Pets. Ich packe die da auf jeden Fall erstmal in meine Bank rein, damit die da sicher sind. Weil in meiner Bank ist niemand drin. Da kann ich einfach auf Deposit gehen. Und dann packe ich da einfach alle meine Huge-Pets rein. Meine Anniversary-Gifts. Alle Halloween-Gifts. Ich muss das mal kleiner machen. Ich kann das gar nicht kleiner machen. Was soll denn das? Das wird jetzt richtig dauern, aber ich packe da einfach mal alles rein. Weil da ist es dann sicher. Da kann ich dann auch nicht aus Versehen irgendwas Dummes mitmachen. So, 50 Pets reingelegt. Sieht doch schon mal schön aus. Oh, ein Huge Hellrock vergessen. Lol. Und dann können wir uns gleich die Ausbeute ansehen. Tja, Victor, ich hab dir immer gesagt, du musst deine Pets locken, damit sie dir gehören. Ich meine, das Beste daran ist ja auch noch, dass Victor einfach auf seinen eigenen Trick reinfällt. Victor und ich sagen ja jetzt schon seit Tagen immer, Leute, lockt eure Pets, bevor ihr sie in die Bank legt, damit sie euch nicht geklaut werden können. Victor hat seine Pets nicht gelockt. Also, selber schuld. Ich könnte theoretisch jetzt auch einfach hier in die Bank von Lionel gehen und wenn da dann keine gelockten Pets drin sind, ich könnte die alle klauen. Also lockt eure Pets. Lockt eure Pets, wenn ihr nicht wollt, dass ich die klaue. Wäre hier jetzt ein Huge drin gewesen, ich hätte das sowas von rausgenommen. Das wäre sowas von mein Huge gewesen. Aber kein Huge drin, also dann eben nicht. Jetzt, wo ihr eure Pets beschützen könnt, indem ihr sie lockt, lockt auch eure Pets, damit sie sicher sind. Ah, das ist doch mal eine geile Bank, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel denkt ihr, ist diese Bank wert? Wie viel ist so eine Bank wert? 286 Pets. Davon sind alle entweder Halloween-Gifts, Anniversary-Gifts, Huge-Pets oder Exclusive-Pets. Was denkt ihr, wie wertvoll ist diese Bank? Würde mich echt interessieren, weil ich kann das gar nicht einschätzen. Die ist für mich so von unschätzbarem Wert. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch einmal kurz meine ganzen Gems reinpacken, damit ich Zinsen bekomme. So, Deposit, alle meine Gems reingepackt. Dann gehen wir einmal auf die Settings, scrollen runter zu Collect Interest und ich muss 4 Stunden warten. Na gut, dann nehme ich meine Gems wieder raus. Denn eben nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist jetzt meine Bank und das ist jetzt einfach Victors Bank. Aber Victors Bank einfach so verlassen würde mir nichts helfen. Der wird sowieso herausfinden, weil ihr könnt in eurer Bank unten auf die Settings gehen, dann auf View History gehen. Dann steht da alles, was mit der Bank gemacht wurde. Und dann würde Victor sehen, dass ich die Pets rausgenommen habe. Und das kann er auch gerne sehen. Ich glaube, ich werde ihm das sagen, weil mich interessiert echt seine Reaktion darauf, dass er jetzt einfach keine Exclusive-Pets mehr hat. Ich schreibe ihn einfach mal an. Eine Ewigkeit später. Aber Victor, weißt du, warum ich dich gerufen habe? Warum hast du mich denn jetzt gerufen? Ja, vielleicht möchtest du in Pet-Simulator mal in deine Bank schauen. Warte mal, was ist denn in meiner Bank? Naja, weißt du noch, wie du mich gestern zu deiner Bank eingeladen hast? Bank is empty, deposit some Pets? Wie? Huch, was ist denn da passiert? Wo sind denn alle meine Pets hin? Tja, Victor, ich habe dich gescammt. Die Pets gehören jetzt alle mir. Guckt euch das an. Ich habe so viele Pets, die sind jetzt alle in meiner Bank, wo du nicht rankommst. Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Tja, und hättest du mal lieber deine Pets gelockt? Ich würde niemals so einen dummen Fehler machen und dich zu einer Bank einladen, wo meine Pets nicht gelockt sind. Anton, man kann Halloween-Gifts nicht locken. Dann pack sie doch nicht in die Bank, hä? Ja, keine Ahnung, Mann. Tja. Warte, hast du gesagt, die sind in deiner Bank? Ja, klar. Oh, ich kenne einen kleinen Glitch, Anton, mit dem kann ich mich in deine Bank reinhacken. Warte, was? Ja, ja. Nein. Schau mal jetzt in deine Bank, Anton. Nein. Schau mal jetzt in deine Bank, Anton. Siehst du alle deine Huge-Pets? Ich komme nicht rechtzeitig zur Bank. Anton, siehst du alle deine Huge-Pets? Wo sind meine Huge-Pets? Wo sind meine Huge-Pets? Siehst du deine Huge-Pets? Ich hatte 21. Ja, und jetzt hast du gar keine mehr. Das ist ein kleiner Glitch, der beim letzten Update dazu kam. Was? Ja, ja. Guck, jetzt hast du keine Huge-Pets mehr. Das waren meine Huge-Pets. Weniger. Nein! Was ist das? Und es ist weg. Was für Ultra-Lucky-Boost? Hä? Und es ist weg. Victor, wie hast du das gemacht? Tja, ich sag doch, es gibt einen Glitch, Anton. Wo ist mein... Der kam beim letzten Update dazu. Den benutze ich gerade, um alle deine Pets wieder zurückzuscammen. Victor, da waren auch meine Pets dabei. Das sind jetzt alles meine. Hast du Pech gehabt? Aber... Scammer wird gescammt. Okay. Von vorne bis hinten wird der Scammer gescammt, Anton. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst nicht sagen. Du kannst nur Bye-Bye zu deinem Pet sagen. Mehr kannst du auch nicht sagen. Ich habe keine Huge-Pets mehr. Tja. So, ich habe keine Exclusive-Pets mehr. So ist das Leben. Meine besten Pets sind jetzt... Und wenn ich jetzt auf Equip-Best gehe, kommen immer die blöden HC-Pets, die nichts taugen. Guck dir an, wie langsam das abbaut. Ich brauche jetzt übelst lange, um den Lucky-Block abzubauen. Was soll denn das? Oh, Anton, ich baue die so schnell ab. Ui, ui, ui. Schau mal in deine Bank, Anton, da ist nichts mehr drin. Alles gescammt. Kannst du mir die Pets zurückgeben, please? Nein, du hast mich gescammt. Das war ein Prank. Wie, das war ein Prank? Das war ein Prank.
Nein! Weißt du was, komm, ich bin gütig, Anton, okay? Ich pack dir ein paar Pets zurück in deine Bank, okay? Ja? Ja, ich deposite sie ganz kurz, okay? Okay. Das sind zwar nicht viele Pets, aber ich glaube, du sollst damit zufrieden sein. Okay. So, 23 Pets habe ich jetzt in deine Bank reingemacht, nur für dich. 23 Pets, wo? Gib meine... Ach, komm schon! Was soll ich mit dem Müll? Hä, was soll das? Tja. Das ist trotzdem meine. Ja, mehr kriegst du nicht. Ich will die gar nicht. Ja, mehr kriegst du aber nicht. Raus. Nee, mehr kriegst du nicht. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Schenkt mir eure Pets, damit ich wieder Huge Pets habe. Was soll ich tun? Lasst auf gar keinen Fall ein Abo bei Victor da. Bis dann und ciao.